Liebe Schwestern und Brüder, wahrscheinlich haben wir die Verse noch im Ohr, so ist zumindest zu hoffen, von gestern, nachdem wir diese Nachfolgeworte gestern in der zweiten Hälfte des Evangeliums in der Version des Lukas hörten. Heute also die Fassung nach Matthäus. Es geht in diesen Nachfolgeworten um etwas sehr Eigenartiges. Man kann ja damit sagen, dass Jesus seine Gegenwart beschreibt. Der Menschensohn hat keinen Ort. Du aber folge mir nach, und zwar jetzt, ohne Umschweife, noch nicht einmal mit der Ausnahme des Begräbnisses des eigenen Vaters. Aber wenn man diese Worte verstehen will, muss man auf die Herkunft und die Zukunft Jesu schauen. Das ist der Sinn dieser Heimatlosigkeit. Hier auf diesem irdischen Weg ist und bleibt alles provisorisch. Denn Jesus hat keine irdische Herkunft und erst recht keine irdische Zukunft. Seine Herkunft ist ganz aus Gott und dort wird auch seine Zukunft sein. Das lebt er jeden Tag neu. Das lebt er in einer erschreckenden Radikalität, die er dann schließlich auch denen abverlangt, die ihm nachfolgen. Und dann, wir haben das gestern schon von einer bestimmten Seite betrachtet, werden die Fragezeichen entsprechend groß in dieser Nachfolge. Wir haben einen merkwürdigen Hang, die Dinge umzudrehen. Also immer genau das Gegenteil von dem zu tun, was vielleicht das Evangelium uns anrät und zuweilen von uns fordert. Die Dinge, die fest sein sollen, die zerren wir in ein Provisorium. Und die Dinge, die provisorisch sein dürfen, ja vielleicht sogar sein müssen, die wollen wir unbedingt ganz fest machen. Denken wir nur an die aktuellen Diskussionen in der Kirche. Alles das, was Strukturen angeht. Wir tun das mit einem Aufwand an Personal, an Geld, an Zeit, als ging es darum, die Ewigkeit zu beschließen. Unglaublich. Dabei haben alle diese Strukturreformen, die wir die letzten 40 Jahre erlebt haben, kaum länger gehalten als 4-5 Jahre. Weil wenn sie in Kraft treten, merken wir schon, es geht gar nicht. Sie passen nicht. Es ist wie früher bei den 5-Jahresplänen im Ostblock. Die haben auch nie gestimmt. Aber wo es um etwas Ewiges geht, das in unsere Zeit hineinragt, wo es um die Präsenz und Repräsentanz Gottes angeht, dort geht es um seine Festigkeit und nicht um uns. Dort geht es darum, dass wir seine Ewigkeit erleben, im Raum der Liturgie etwa. Auch in der Aufgabe, die das Amt zu erfüllen hat. Dort braucht es eine Unveränderlichkeit, weil es nicht um uns geht. Nicht um unsere Präsenz, sondern um die Präsenz Gottes, die in dieses Provisorium unserer Zeit hineinragt. Jesus hat in seiner Existenz die Akzente ganz richtig gesetzt, in Herkunft und Zukunft und in dem, wie er das jetzt lebte. Vielleicht werden wir selber geheilt, wenn wir noch mehr und noch intensiver ganz auf ihn schauen.